Finger erkennt man die Treue eines Menschen. Habt ihr davon gehört? Das ist Wahnsinn. Also da gibt es ja viele Psychologen, Sigmund Freud hat gesagt, so, du musst hier immer so gucken, wie deine Beziehung zu der Mutter ist, ne, dann weißt du Bescheid. Oder vorher gab es den Adler, der Adler hat gesagt, du musst an dem Körperbau kannst du schon erkennen, wie so ein Typ psychologisch tickt. Am Körperbau, ne? Da hat der Freud gesagt, das ist Humbug. Das hat alles eher was mit der Mutter zu tun. Ne? Und jetzt kommt da eine Studie von der Universität und die sagt, wenn du dem Menschen auf die Finger guckst, kannst du sehen, wie treu der ist. Nimm mal alle eure beiden Hände nach vorne. Ja, los, mach mal. Und dann vergleicht mal die Länge vom Ringfinger, ne, das ist der hier, zum Zeigefinger. So. Bei wem ist denn der Ringfinger länger als der Zeigefinger? Mal die Hand deutlich heben, bitte. Zinsmeister war klar, Kemper auch. Also, laut Studie ist das so, dass ihr zur Untreue neigt. Sagt die Studie. Ist der Ringfinger länger als der Zeigefinger, dann neigst du zur Untreue. Ich persönlich halte das für totalen Quatsch. Ich würd so einer Studie im Leben nicht vertrauen. Ja? Das, ich meine, wer weiß, was da wieder für Spacken sitzen, ne? Die so ein Zeug da produzieren. Wa? Drin. Ne? Ich habe euch mal wieder was Feines mitgebracht. Schönsten Lachs, Freunde, sonst für euch da draußen, also sonst Filet direkt aus Norwegen, da zahlst du locker 40 Euro für. Draußen. Ne? Heute keine 30, heute keine 25, keine 20, 15 Euro. Los, wo die Kohle raus hier. Du siehst aus, als hättest du was dabei. Bist Bayern München Fan? Dann kriegst du ein Geschenk. Bitte schön. So, das gibt's doch nicht. Bayern München, du. Ne? Wisst ihr, warum die Verkäufer im Flieger immer vorne sitzen wollen? Beim Absturz kommt der Getränkewagen nochmal vorbei.